Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 A Thief's End. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier mühsam durchgekämpft, um endlich hier zum Gipfel zu kommen. Das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Desmas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Ah, jetzt kann ich es mir angucken. Nathan, sieh mal. Bei dem sind zwei Entermesser. Bringt mir natürlich nicht viel. Was ist dahinter? Zwei was? Was, was? Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch so viel zu tun. Okay. Also, muss ich mir das aufschreiben? Oder... also, das ist ein Kreuz mit zwei Säbel durch... 1699 am Ende. Kreuz, Säbel, 1699. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen Kreuz, einen Grabstein mit allen drei, dann haben wir es. Ist hier jemand? Los. Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Nee. Die Daten sind falsch. Machst du selber, wenn du das besser kannst, Junge. Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Ach so, stimmt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hinten sind noch zwei. Oder nicht? Die sind beide richtig rum. Ich nehme erstmal das hier. Ja, die Schwerter passen. Das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehörte er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Ja, der Schädel schaut nämlich nicht... zur Seite. Was ist das? Nein. Bist du bereit? Oh, ich bin schon lange bereit. Oh, keine Ahnung, ob ich bei sowas reingehen würde, aber... Mal sehen, was wir hier haben. Das kann doch nur voller Fallen sein, oder? Oder habe ich ein bisschen zu viel The Evil in Me im Kopf jetzt? Weiß nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir hier eine Falle reintreten. Das ist eine Gruft. Eine Gruft? Hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Okay. Ich dachte gerade, da oben läuft was, aber das war nur der Schatten. Da sind sie ja alle. Ja, das kommt uns doch bekannt vor. Können wir denn hier irgendwas machen? Jesus, Desmas zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. So, sehr schön. Also man kann die sich angucken, aber im Endeffekt Gestas und Desmas hießen die, okay. Im Endeffekt ist es nur das, was die sagen. Was war das? Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Desmas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Ja, Robin Hood war auch gut. Mehr sag ich dazu nicht. Was haben wir denn hier? Ist das eine Tür? Sieht wie eine Tür aus. Mit Mechanik, so wie es aussieht. Ich weiß aber nicht, wie man sie öffnet. Was sind das für Sternsymbole? Mehr sagst du nicht? Was sind das für Sternsymbole? Kann ich das irgendwie sehen in meinem Tagebuch oder so? Seiten. Ja gut, das waren die falschen Seiten. Objekt untersuchungsaufklappen, ne? Ja. Da sind keine Sternsymbole, da ist nur eine Triskele. Sternsymbole sehe ich rechts auf der Karte aber auch nicht.
Na gut, das haben wir natürlich jetzt alles. Ich glaube nicht, dass uns das jetzt hier weiterbringt. Aber so ein Buch würde ich auch anlegen, wenn ich so, sowas mache. Was ist das? Eine Art Lampe. Hey, Smokey, ich brauche mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Recht hat er. Das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Ich folge dir mal. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt irgendwas gebracht hat. Sieh doch. Ach so. Da ist etwas am Fuß der Statuen. Ja. Wollen wir doch mal sehen. Oh, was muss ich jetzt machen? Ich kann die Lichter ausrichten. Hey, na bitte. Moment, das ist jetzt der mittlere. Na, was soll ich das denn ausrichten? Haben wir hier irgendeine Vorlage oder sowas? Dann wird das blau angeschienen. Vielleicht müssen wir einfach nur alle Punkte treffen. Ich probiere es mal. Aber wie sollen wir mit drei Strahlen alle Punkte treffen? Moment, das sind zwei. Ja, aber wie? Ich kann mit dem nicht alle treffen, so wie es aussieht. Ah! Oder doch? Moment. Frage ist... Moment, ich mach mal das hier weg. Nee. Dann habe ich aber scheinbar nicht alle getroffen. Kann ich den so weit drehen, dass... Ach, da sind zwei! Ach, okay. Die passen hier niemals rein. Da oben ist auch zu weit. Hä? Oder? Du musst bestimmt Lichter zusammen auf einen Stern ausrichten. Ja. Ja, verstanden habe ich das schon. Aber das ist eine Frickelsarbeit. Das ist schon ein bisschen... Die passen auch nicht so richtig. Würden die vielleicht dann eher passen? Jetzt weiß ich gerade nur nicht. Das sind die zwei. Ah! Bin ich gut. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe, aber ich habe es geschafft. Nein, ich weiß schon, was ich getan habe. Sieht wie ein Sternbild aus. Ja, schreib's dir auf, ja. Die Waage der Justitia. Eine interessante Wahl für ein paar Piraten. Hm. Aber da unten ist was. Moment. Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Zeichne dir das auf. Aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich sowas machen würde, natürlich auch mit den Büchern dazu und so, ich würde doch immer ein Handy dabei haben und zusätzlich noch ein Bild von dieser Tür hier malen, also zeichnen und alles. Ich kann aber nicht mehr durchgucken. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr... Es war zwischen zwei Kreuzen irgendwie, aber...
Also wenn er sagt, durch die Kathedrale... Oh, was haben wir denn hier? Einmal... Nee, das war nicht untersuchen. Moment. Das war untersuchen. Schottischer Haarpenny. Okay. Nein. Geh raus. Ich hatte eben nur die falsche Taste gedrückt. So. Sind wir nicht hier reingekommen? Ich meine schon, ne? Das sieht gut aus. Ja, ja. Da sind wir rein. So, das heißt jetzt was, wenn er sagt, wir müssen durch die Kathedrale zurück? Ist. Dass wir einfach nur weiter in die Kathedrale rein müssen und mal wieder überall 1000 Leute sind, die wir abballern müssen. Okay. Da unten ist auch noch einer. Komm. Wenn wir etwas von denen hören, sehe ich nach. Jetzt guckt der natürlich direkt nach hier. Den wollte ich eigentlich runterreißen, aber das geht natürlich schlecht, wenn der unten jetzt da rumläuft. Ja, so ist gut. Dreh dich um. Dreh dich um. Bleib umgedreht. Die Frage ist, wann kommt der Typ unten wieder? Da könnte ich theoretisch mich... Ah, jetzt kommt er. Weil ich denke, den müssen wir als erstes ausschalten. Das Problem ist, dass er jetzt nicht zu uns kommt und dass der andere Typ jetzt komplett woanders steht. Super. Und nu? Jetzt kommt der wieder. Und der läuft unten rein. Hallo. Kann ich da nicht hoch? Oh. Du siehst mich nicht. Du siehst mich wirklich nicht. Eine guckt gerade nicht, ne? Tut mir jetzt leid, dass ich so leise bin. Ich habe dann irgendwie immer das Gefühl, dass die mich hören, sobald ich rede. Oder unten, oh, oh, oder unten läuft noch einer. Nein, du siehst mich hier nicht hängen. Du siehst mich hier nicht hängen. Frage ist, da hinten läuft keiner rum, oder? Könnte theoretisch den erstmal hier runterziehen, oder? Wenn er wieder hier ist, natürlich erst. Weil wir wollen ja relativ unentdeckt da reinkommen. Komm, put, 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 put. Du läufst in die falsche Richtung. Ich könnte mich jetzt anschleichen, aber das Problem ist, da oben läuft, glaube ich, auch einer rum. Ja, so ist brav. So ist brav. Noch ein Stückchen weiter. Noch ein Stückchen. Und du bist tot. Okay. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nein, dreh dich um. Was machst du denn? Hat er gerade von oben geschossen?
Hallo, was war das? Das lief jetzt irgendwie wesentlich schlechter, als ich gehofft hatte. Noch. Oder unten ist einer. Nein, was macht der denn? Der soll doch nur auf die andere Seite springen, der Trottel. Wo müssen wir denn rein? Oben durch das Tor? Kannst du den wegziehen? Bruder, zieh den weg. Ich habe deinen Namen wieder vergessen. Kannst den nicht wegziehen, okay. Kannst du wahrscheinlich schon, aber... Scheiße, hier komme ich nicht rein. Oh. Entschuldigung. Wo sind die? Ach, da unten. Spring doch nicht da runter. Oder ist er gerade runtergefallen? Das kann auch sein. Okay, wir sind sicher. Hätte laufen können. Hey, ja, hätte wir es. Wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Okay, Memo an mich. Dieses Tor konnte nicht geöffnet werden, wenn nicht alle tot waren. Dir? Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie, was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Müssen wir jetzt hier einmal drumherum? Oder sollten wir hier irgendwo hoch? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da können wir anscheinend auch nicht hoch. Ich denke, dass wir links rum müssen, ne? Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? So, zeig mir mal, wo müssen wir hin? Du schaust auch dumm aus der Wäsche. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier rum. So, die Frage ist nur, da kommen wir hoch. Ach so, verstehe. Mit ihren Sprengungen, ne? Okay, da haben wir Kreuze. Direkt unterm Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Was Avery will, bekommt er auch. Also da mittig zwischen den Zweien. Da unten ist ja eigentlich eine Höhle, aber die wurde, glaube ich, oben angezeigt, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich.
Okay, man kann nicht gleichzeitig funken und hochspringen, habe ich gerade festgestellt. So, da ist auch eine Höhle übrigens, so wie es aussieht. Ich höre sie. Ich nicht. Oh, da. Doch. Hier ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Portfolio. Ah, das kommen wieder unten hin. Wie wär's mit Klappe halten, wenn ich dabei war? Hm? Für die Quote ist heutzutage alles gleich ein Massaker. Wir brauchen diese Art Presse nicht. Wir brauchen keine Rivalen, die uns die Arbeit wegnehmen. Weißt du was? Vergiss es. Ach, jetzt geht der mal da hoch. Ich sagte, vergiss es. Wie du willst. Kann man einfach mal die Kameraperspektive auf eine Art und Weise haben? Das ist ja schrecklich hier. Oh, oh. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Ich meine, das ist okay, wenn der Obere uns jetzt nicht sieht, wie wir da rüberlaufen. Das ist eher das Problem. Na, ob er den gleich reinziehen wird? Ich glaube es ja nicht, aber wir müssen wahrscheinlich irgendwo hier links hochklettern, oder? Jetzt steht der noch oben. Alter, erschreckt mich nicht so. Ich wollte gerade gucken, ob der oben guckt. Da schnappt er den sich einfach. Oh. Hallo, ich habe selber X gedrückt, du Arschloch. Ist das jetzt der, der oben war? Ja, scheint so, weil die sind jetzt wieder hoch. Ja, und näher an der Kathedrale werden es noch mehr. Denke mal, dass wir hier rüber müssen. Da ist noch was. Ein Schatz. Jetzt muss ich hier wieder extra reingehen. Schmuckstück. Da, Zinnkästchen, singender Vogel. Okay, ich glaube, da müssen wir nicht mehr so reingehen, denke ich mal. Achso, ich dachte, das ist auch noch ein Schatz. Komme ich da hoch? Bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube nicht, das war jetzt nur wegen dem Schatz. Der kommt nämlich nicht rein. Okay, ich komme. Ja, die habe ich eben schon gefunden. Aber ich dachte, dass wir hier weiter müssen. Okay, dann gehen wir hier halt hin. Na los, komm, ich helfe dir hoch. Okay. Ach Mist, ich bin zu weit oben. Und nu? Ja, hallo? Warte kurz, ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Solange jetzt hier keiner kommt, ist alles gut. Hallo, Bruder? Dessen Namen ich immer noch nicht weiß? Warum reden die sich eigentlich nie mit den Namen an, damit man die mal verinnerlichen kann? Oder sollte ich jetzt rüberkommen? Weiß ja nicht. Was für ein Holzding. Hallo. Hey, ich hab was. Hab ich mich gerade erschrocken. Mann, ist das Ding schwer. Was macht der denn da hinten? Was ist das denn? Ein Weg. Nach oben, der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Okay. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Okay. Ich könnte mich daran festmachen. Kann ich dann auch da hinten rüberspringen? Das ist die Frage.
Ja, offenbar ja. Sehr cool. Daran können wir hochklettern. Ja, ich weiß. Ich bin ja schon da. Die Frage ist nur, muss ich da jetzt runterschlittern zum Wasser? Da ist auch Wasser. Wir wollen ja eigentlich nicht ins Wasser, ne? Wir wollen ja eigentlich höher. Ich mach's einfach mal. Wahrscheinlich sterben wir jetzt wieder. Okay, vielleicht keine so gute Idee. Ha. Heilige Scheiße. Oh, was ist das? Hey, sei vorsichtig an der Ecke da. Großes Wasserrad, glaube ich, war das. Das war unglaublich. Spar dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Wieso komme ich hier nicht weiter? Hier komme ich noch hin, aber da komme ich nicht mehr. Muss ich nach links? Unten komme ich auch nicht weiter, ne? Hallo, was machst du denn? Du sollst einfach nur nach links. Hier kann ich hin, aber auch nicht weiter. Hä? Hier ist doch ein... Ich denke nicht, dass ich da... Oder muss ich jetzt springen und dann dahin zielen und mich da hochziehen oder sowas? Kann das sein? Nee, Moment, da unten ist auch noch was, ne? Ah, ich glaube, ich hoffe, ich denke, dass wir jetzt nicht sterben. Ich bin mir aber nicht sicher. Kamikaze. Nee, ich kann nicht springen. Warum kann ich nicht springen? Hallo, ich will springen. Oder sollen wir irgendwie von unten? Das war die falsche Stelle zum Loslassen. Ich wollte doch nur mal gucken, was da unten ist. Wo bin ich jetzt? Ach so, vor dem Sprung. Ah, okay. Okay, okay. Also nochmal. Scheiße. Hey, sei vorsichtig an der Ecke da. Aber unten kommen wir auch nicht weiter, ne? Da kommen wir nur zu dem... Vielleicht muss ich das wirklich hier... Also ich glaube nicht, dass es so gedacht ist. Ehrlich gesagt. Das war Spar dir deine Kraft, okay? Es ist so gedacht. Okay. Hoffentlich hält's. Ja, okay. Also ich hatte doch die richtige Idee. Müssen wir da rein? Oh. Oh. War das kein Fehler? Nein, 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 nein. Oh, doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Scheiße. Ja, ich sollte solche Spiele nicht spielen, ich merke das schon. Was denn? Hier unten. Das Rippenteil ist gebrochen. Wo ist er denn? Da. Auf der anderen Seite ist eine Leiter. Klettere da und hoch. Okay, ich versuch's. Ach, da. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich, wenn er das hinkriegt... zur anderen Seite springen. Ja, ey, das kriegt er hin. Okay, sehr gut. Viele Sachen kaputt. Besonders Klippen. Wem sagst du das? Nein. Okay, los geht's. Bist du okay? Ja, was habe ich gesagt? Ja, ja, ja. Okay, warte. Mal sehen, ob da noch ein... Shit. Du machst verdammt viele Sachen kaputt. Vielleicht. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Oh, mach ich.
Die O mache ich. Ich will meine Hände nicht mehr. Ich glaube, in der Zeit in Panama hat sich mein Blut verdünnt. Ah, keine Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Warte, ich helfe dir hoch. Achso, ich wollte schon sagen. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, schon. Ganz genau. Habe ich lange nicht mehr getrunken. Würde ich auch nehmen. Da ist die Höhle. Ich kann sie sehen. Nur wie komme ich darüber? Ich kann mit dem Schnee hier gerade überhaupt nichts sehen. Kann ich da irgendwo... Sieh mal. Ja, habe ich schon gesehen. An der Klippe gibt es keinen Weg. Gut, dann landeinwärts. Klingt gut. Genau, landeinwärts. Aber ich würde sagen, ich meine, wir haben nicht allzu viel gemacht, außer ein paar Mal zu sterben und immer wieder zu springen. Aber wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Und dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge endlich in die Höhle kommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.